Willkommen zurück zu Let's Play Star Ocean Till the End of Time. Wir befinden uns im Aquatic Garden Suferio, einem Bonus-Dungeon, den es hier gibt. Und haben tatsächlich gerade das heilige Schwert gefunden. Ja, womit wir ziemlich gut feststellen konnten, dass das hier ein optionaler Weg ist. Genau das, was ich nachprüfen wollte. Yes. Und es hat sich definitiv jetzt schon gelohnt. Okay, dann würde ich aber auch sagen, ich mache direkt einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, sobald ich drüben bin. Da, wo wir vorhin im letzten Part hergekommen sind. Denn ich bin ja nur nochmal zurückgelaufen, um das hier zu zeigen. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Und wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt hier machen können. Wenn wir den da hinschieben. Da nicht durch, das bringt also nichts. Wir müssen, wenn dann, von hier anfangen. Je nachdem, wie sie es dann stehen. Ach, wir schauen einfach mal. Okay, wenn ich den nach da rechts schiebe, bringt es mir eigentlich überhaupt nichts gerade. Ich komme weder vorbei noch sonst was. Das heißt, wir müssen erstmal hier links. So. Von hier können wir jetzt dich nach da hinten schieben. Bringt uns das was? Nicht direkt. Wenn ich nur eins nach oben schieben, bringt uns das auch nichts. Zumindest jetzt gerade nicht. Dich dahin schieben, kämen wir zumindest schon mal an die Truhe. Ich da aber auch noch irgendwie anders hin. War so die andere Frage. Einmal ein bisschen bewegen, mal schauen, was wir uns mit was verbauen können. So, jetzt würde ich schon mal hierher kommen. Die noch darüber packe, komme ich hierher. Kann dich zur Seite schieben und komme an die Truhe. Okay. Also, eine Truhe habe ich. Nur an die anderen scheine ich jetzt so nicht mehr zu kommen. So wirklich. Wenn ich dich dahin packe. Also ich müsste prinzipiell dich hier irgendwie dahin schieben. Dann könnte ich ihn hochschieben und könnte damit nämlich den roten blockieren an einem gewissen Punkt. Das Problem ist, ich komme jetzt hier nicht mehr da rein. Kannst du den jetzt wieder zurückschieben im Endeffekt? Und bringt tut mir das eigentlich überhaupt nichts. Gibt es hier irgendwo noch einen anderen grünen Punkt? Nee. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal dich bewegen. Mir die Truhe holen, die Blueberries. Und dann mal schauen, was ich denn so machen kann hier. So, das kann ich auf jeden Fall nochmal machen. Dann könnte ich mir da den Weg verbauen, wenn ich das möchte. Oder ich verbaue mir da den Weg. Und hier den Weg zu verbauen bringt eigentlich nichts. Ich müsste dich da hinsetzen. Wenn ich da runtersetze, bringt mir das rein gar nichts. Okay. Ich will halt jetzt ihn da wegpacken. Ah ja, doch, so komme ich jetzt dahin. So käme ich an den Ausgang, okay. Habe ich sonst noch irgendwelche Optionen gerade? Ich glaube nicht mehr. Den Rest habe ich mir alles verbaut. Okay. Dann schauen wir erstmal, was da unten auf uns wartet.
da unten rechts. Jetzt, wo wir uns den Weg einmal freigemacht haben, können wir mal gucken. Dreifache Erfahrung. Nimm mal bitte Power Up für ihn. So, man sieht auch zum ersten Mal das Holy Blade und schaut euch den Schaden an, ey. Machen ordentlich mehr Schaden jetzt durch das Ding. Man sieht auch ziemlich cool aus. Das ist so ein bisschen durchsichtig, das Schwert, wenn man das Ding anguckt. Können wir gleich mal sehen. Schau dir das Schwert an. Das sieht echt cool aus. Fällt mir. So. Wo kommen wir denn hierher hin? Wieder in einen Raum. Mit einer einzelnen Truhe, wie es aussieht. Also genau richtig, perfekt. So. Jetzt bleibt natürlich die Frage. Die Truhe habe ich. Wie komme ich an die große Truhe? Ich müsste irgendwie hier an den gelben rankommen. Nee, auch nicht. Wo steht denn der gelbe hier? Ich müsste den irgendwie wegbekommen, dass ich vielleicht irgendwie hier so lang laufen kann direkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, ist sehr. Überlegen wir mal ein bisschen. Probieren geht über Studieren, wie es so schön heißt. Fakt ist, ich brauche den blauen da oben. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. So, das heißt aber, ich brauche einen Weg da vorbei. Ich glaube auch, ich weiß, wie ich den kriege. Nehme ich dich jetzt. Genau, ich kicke dich jetzt da runter. Ich kicke dich da zur Seite. Weil ich selbst da gerade nicht sicher bin, ob das genau richtig war. Nee, war es nicht. Okay. Oh, das ist schwer. Da muss man einiges beachten. Wir müssen die ganzen Interceptions hier benutzen, im Endeffekt. So. Das heißt zum Beispiel, wir brauchen dich da unten. Na komm schon. Damit der nicht zu weit geht. So. Dann brauchen wir aber auch gleichzeitig hier drüben den weißen. Können wir erstmal zur Seite packen. Das kann ich nämlich jederzeit auch wiederholen. So, um dich dahin zu setzen. Jetzt kann ich dich dahin setzen. Und dich dahin. Gut. Dich hier zur Seite. Ich muss da an den Weißen kommen. Ja, so simpel gar nicht hin. Okay. Schauen wir nochmal. Ob ich den Fehler finde. Ja, ich glaube, ich habe ihn auch schon. Den weißen hier darf ich noch nicht runterkicken. Den roten auch noch nicht. Stattdessen brauche ich erstmal dich.
sondern mit dir kann ich den roten abbrechen. Dich dahin. So. Du kannst eigentlich ruhig dahin, das sollte kein Problem sein. Das Problem ist jetzt eher, den da wieder wegzukriegen. Sobald ich den gelben hierher schiebe, klappt es eh nicht mehr. Warte mal, wenn ich dich jetzt dahin schiebe, kann ich ja soweit schon mal durchlaufen. Na verdammt. Ich glaube, ich hab's. Aber schauen wir mal, ob das auch stimmt. So, dich erstmal, das war ja alles okay. Dich können wir auch zur Seite schieben. Dich hier, um den roten abzublocken. Na. Dich hierher. Passt alles so. Oder auch nicht. Ah, warte mal. Doch, genau. Ich weiß es wieder. Zur Seite. So, jetzt kann ich nämlich erstmal den gelben wegsetzen hier. Kann dadurch hier den weißen nach oben setzen. Und dadurch den blauen. So. Ich habe jetzt die Möglichkeit, dich wieder da wegzupacken. Kann jetzt letztendlich den gelben dahin setzen. Dich nach hier oben. Und muss jetzt nur noch den Weg zurück wieder kriegen. Welcher mir dadurch verbaut ist, dass ich den weißen nicht nach unten gesetzt habe. Okay. Das letzte bisschen hat noch gefehlt, aber das war schon an sich richtig alles. So. Zack. Zack. Zack, zack. So, jetzt dich nach unten. Dich nach unten. Ja, der soll sich auch nicht quatschen. Sondern du sollst zur Seite. Du musst erstmal nach oben. Er muss nach oben. Aha. Warte mal. Oh Mann. Ich habe schon ungefähr die Lösung. Es fehlen nur Kleinigkeiten. Ich muss nämlich überlegen, wie ich dich dann gescheite mache. Wie kriege ich dich jetzt da weg? Das ist gerade die einzige Frage dabei. So, einmal dich nach unten. Damit ich den Weg frei habe. Jetzt kann ich ihn zur Seite. Soweit hatten wir es ja schon.
Warte, jetzt kann ich, glaube ich, dich auch wegpacken. Genau. Ich jetzt dahin setze. Habe ich nämlich jetzt den Rückweg wieder offen. Genau, und jetzt komme ich nämlich auch wieder zurück. Das war das Ding. Dich zur Seite. Dich nach oben. Dich da rein. Dich da rein. Und jetzt habe ich nämlich den Rückweg wieder. Perfekt. So, kann dich da hinschieben. Und ich komme zur Truhe. Windabsorption. Das ist nicht schlecht. War es das wert? Keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall das soweit geschafft. Jetzt die Frage nur noch, wie komme ich da unten rein? Okay, letzten Endes brauche ich dafür das Zeug. Aber das werde ich jetzt nicht mehr schaffen, da wo das alles verbaut ist. Okay. Retry. Und jetzt einfach nur zu sehen, dass ich da unten hinkomme. Sollte jetzt nicht ganz so schwer sein, denke ich. Dich kann ich, glaube ich, da einfach reinboxieren. Ich will auch den richtigen haben. So. Jetzt mal kurz schauen. Ich erstmal nach vorne bringe. Bin ich nicht mehr in der Lage, dich wegzuhauen, wenn ich dich jetzt da reinsetze. Okay. Oh Mann! Schieberätsel. Wenn man dann nicht das ganze Bild sieht, ist das immer ein bisschen problematischer. Aber ich denke mal, das sollte funktionieren. So schwer ist es auch nicht. So, ich kann nämlich dich jetzt erstmal da wegpacken. Dann schiebt man dich weg. Dann könnte ich dich wegschieben. Dann dich runter. Ich habe wieder Platz für dich. Platz für dich. Und Platz für dich. Und jetzt einfach einmal außen rum. Jetzt kann ich nämlich den einmal runterschieben und dann den gelben einfach wieder zur Seite. Perfekt. Und damit haben wir das auch geschafft. So, wir müssten auch bald am Ende sein, nehme ich mal an. So viele Prozente haben wir nicht mehr. Um die Map hier zu füllen. Hat ja gar nicht lange gedauert und so. Aber wir haben alles. Und gerade sowas, wo ich mal nachdenken muss und so, möchte ich nicht unbedingt einfach rausschneiden. Im Sinne von, ja, hier, das ist die Lösung. Nee, man muss sich auch schon mal Gedanken machen. Und außerdem kann man da ein bisschen mitdenken. Und mich dann beleidigen von wegen, ist ja voll einfach, du hättest doch nur da und da schieben müssen. Nee, Quark. Ja, ich möchte einfach auch meine Denkprozesse ein bisschen in solchen Projekten drin dabei haben. Soll ja auch ein bisschen persönlich sein, also. Bitte. So, da haben wir einen Speicherpunkt. Und da geht es weiter. Okay. Speicherpunkt lässt schon einiges auf sich vermuten. Und auch die Prozente besagen, dass wir eigentlich schon so gut wie am Ende sind. Okay, lassen wir Cliff, glaube ich, mal ran diesmal. Aufgrund des Schadens. Du darfst aber noch einmal schön durchheilen. Und dann wollen wir mal sehen, was hier auf uns wartet. Sie soll es das tiefste Ort, an dem wir gehen können. Scheint so. Also muss das der Anführer dieses Platzes sein.
Ja, was für ein... Keine Ahnung. Pass auf. Okay, schauen wir mal. Sculpture Lord. Ich schaue mal kurz nach, aber ich glaube tatsächlich, den gab es auch nicht als Kampftrophäe. Sculpture Lord, Sculpture Lord. Ne, gibt es nicht. Okay. Okay, sie greift eh direkt wieder an. So, einmal bitte Power Up auf Fate. Au, au, au. Tut ganz schön weh, der Typ. Au, au, au. Ich komme gar nicht gescheit an den ran hier. Okay, Cliff kommt aber anscheinend gut ran. Okay, wir haben ihn. Simpel. 26.000 Fohl. Wow. Okay. Nehme ich gerne. Haben wir das auch geschafft? Replace. Lassen wir jetzt trotzdem erstmal noch ein bisschen weiterkämpfen. Allgemein jetzt halt. Und wollen jetzt hier vor allem erstmal unser... Oh nein, wieder ein 1-1 Gale Bunny. Zwar das Ding, was uns am meisten Geld gibt, aber auch das Ding, was uns einfach mal langsam macht. Aber hey, warum nicht? Parcelos Table. Was ist das denn, bitteschön? Ein kleiner 100 Table Mysterious Script. Ah, ich glaube, ich weiß, wofür der ist. Cool. Dann kann ich euch noch was Schönes zeigen in diesem Part. Gut, aber jetzt heißt es auch eigentlich nur noch hier raus. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, sobald ich draußen bin. Und euch das zeigen kann, was ich euch zeigen möchte. Oh Gott, ey, wir sind so langsam jetzt. Gut, also bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Und zwar gibt es hier etwas, was ich machen möchte. Zunächst aber möchte ich erstmal hier rein. Und zwar möchte ich das Gale Bunny verkaufen, bevor mir das noch irgendwelche Probleme macht. So, nochmal 82.000, ey. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, hast du hier eigentlich sonst noch irgendwelche coole Sachen? Ranger's Helm. Ja, komm. Hol mal für dich auch mal was. Ansonsten, einfach nur mal kurz gucken. Nee, okay. Dann will ich auch den Helm nicht. Es gibt halt immer mal so ein paar Shops, die auf neu gemachte Sachen im Endeffekt verkaufen. Deswegen möchte ich eigentlich nur kurz nochmal gucken, ob es denn inzwischen schon irgendwas gab, was erfunden wurde, was eigentlich ziemlich cool ist. Mal abgesehen von diesen ganzen Sunbomben, die ich mir aber nochmal schön mitnehme hier. Ugly Potion. Poisons an enemy. Instant Death for an enemy. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so schlecht an. Paralysiert ein enemy. So, gibt's sonst noch irgendwas Cooles? Hammer Charm. Das war eigentlich ganz cool. The Lean Guardian. 20% Schadensreduzierung. Hat aber auch die Chance, auf 20% zu kaputt zu gehen. Ich nehme trotzdem mal einen mit. Hört sich eigentlich ziemlich cool an.
So. Aber was ich eigentlich zeigen wollte, noch in diesem Part. Und zwar hat das im Endeffekt damit zu tun, was wir gefunden haben, dieser komische Table. Und zwar können wir den Marvelch zeigen. Ja, das war dann falsch hier. Wir wollen ihn Welch zeigen. So, hi. Hä? Was hast du dort, Fade? Das ist kein Paracelsus-Table, oder? Paracelsus-Tisch? Das ist es, das ist es! Wow, was für ein Fund! Ich hätte nicht gedacht, dass immer noch welche existieren. Ich habe ihn im Untergrund von Zuferio gefunden. Ist wirklich so selten zu finden? Ja, wirklich selten. Es ist ein Spiel, welcher in den letzten Jahren des antiken Königreichs von Aquor gemacht wurde. Indem du eine spezielle Karte da rein eingibst, erlaubt es dir... erlaubt es dir, einen lebenden Homunculi, also einen Homunculus, zu kreieren in deinem eigenen Bild und die können dann gegeneinander kämpfen. Wow, das habe ich nicht gewusst. Ich könnte das wahrscheinlich für einen Shop verkaufen, für viel Geld, richtig? Haha, nee, leider nicht. So selten wie es ist, du wirst niemanden finden, der es haben will. Die Kreation und die Aufrechterhaltung von Homunculi, selbst die seelenlose Variante ist sehr teuer. Und die Leute, die solche Sachen kreieren würden, sind nicht wirklich so gut im Kämpfen. Okay. Okay, genau. Und jetzt können wir nämlich mit dem Paracelsus-Table spielen. Wenn wir gewisse Karten finden, geht noch mehr. Und zwar ja, wir haben hier einen Select-Modus. Wir können hier tatsächlich Einzelkämpfe und Dreierkämpfe machen mit einem zweiten Spieler, was ziemlich cool ist. Ich könnte jetzt hier wirklich zweiter Spieler machen. Und jetzt haben wir hier die ganzen verschiedenen Charaktere, die schon mal mit uns gekämpft haben. Und je nachdem, ob wir X oder Dreieck in diesem Fall momentan drücken, können wir auch die andere Alternative nehmen. Vom Aussehen her. So können wir auch mal Sophia sehen, welche wir bisher noch nicht in ihrem anderen Outfit gesehen haben, genauso wie Pepita. Aber ja, das Coole ist vor allem, wir haben hier verschiedene Sachen. Und da können wir jetzt sozusagen einmal gegen unsere Freunde spielen. Oder eben auch gegen den Computer. Ich muss mal kurz meinen anderen Controller holen. Obwohl, den habe ich gerade nicht da. Na egal. Ist auch nicht so wichtig. Ich gehe einfach mal kurz zurück. Gehe auf den Computer. Man kann hier ein bisschen wirklich das Kämpfen lernen. Und ich gehe jetzt einfach mal mit Fade rein. Denn man hat, je nachdem, was man für ein Set auswählt, ganz verschiedene andere Sachen. Werde ich mal gucken. Ja, wir kommen natürlich gleich in den Thunderbolt rein. Seht schon, wir haben sau viel HP. Okay. Achso, okay, ich habe keine Möglichkeit gerade. So, wir haben jetzt ein Ice Blade. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, okay, der lange X ist halt der Shotgun Blast. Das ist jetzt nicht so ein tolles Ding, aber na gut. Aber hier funktioniert natürlich die Taktik wunderbar. Aua. Ah, leider hat die Thunderflare noch getroffen.
Jetzt hat sie aber nicht mehr sehr viel Fury. Also sie wehrt ziemlich viele Angriffe ab. Aua. Das ist voll ausgenockt. Sehr nett von dir. Sie überlebt nur ganz knapp mit ihrer Fury. Und da haben wir gewonnen. So, wie gesagt, wir haben jetzt nur Angriffe gesehen, die wir schon kennen. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Also wir sehen auch, Sophia kann tatsächlich einigermaßen zaubern. Viel von ihr haben wir ja bisher nicht gesehen. Okay, hier haben wir einen Blade of Fury zum Beispiel drin. Und Sidekick, also die ähnliche Kombi, wie ich sie habe. Die sehr erfolgreiche. So, sie kann auch chargen. Long Range haben wir nichts. Zumindest nicht auf Kreis. Oh, yes! Oh, yes! Dieser Angriff, sobald wir den bekommen. Schau dir das an. Ein Angriff, mit welchem wir uns direkt hinter den Gegner teleportieren können. Und wenn der Gegner an uns nahe kommt, haben wir mal kurz ab, bis er auf uns zurennt. Alter. Das ist leider nicht gemacht. Ja, komm schon, renn mal auf uns zu. Kann man nämlich den Gegner auch kurzzeitig paralysieren, die da in dem Ding drin stehen. Egal. Auf jeden Fall ist das eine der stärksten Attacken, die Fate hat. Und sie ist einfach nur total geil. Emphasized Hit Number. Okay, dann schauen wir da nochmal rein. Hier den Simple Style mal rein. Und da kann man halt auch mal so ein bisschen gucken, was die Charaktere denn so für Attacken noch lernen. Oh yes, da haben wir den anderen Angriff, der auch noch ziemlich geil ist. Air Raid. Aber ihr habt schon gesehen, das ging gerade gar nicht. Schaut euch an, wie viel Fury der Angriff braucht, aber der ist verdammt geil, der Angriff. Schaut euch den Schaden an. Ja. Air Raid ist eine ziemlich krasse Attacke. So, schauen wir doch mal, was es sonst noch so gibt. Ich will einfach nur mal so ein bisschen hier rumspielen und mal so gucken, was es denn so für Angriffe gibt. Auch wenn das ein bisschen vorgreift im Endeffekt. Oh, shame on you. Okay, Fiery Tackle geht von weit weg. Okay. Also merken. Fiery Tackle ist vor allem ein Angriff, um den Abstand zu verringern. Okay, da ist jetzt nichts weiter. Gut zu wissen. So, weg mit dir. Aerial Assault, wie gesagt, auch eine ziemlich gute Attacke. Ich glaube, die haben wir noch gar nicht so oft eingesetzt bei Cliff. So, schauen wir noch, was er sonst so kann. Hier hat er nichts. Und die Electric Fist. Oh, Acrobat Lotus. Das ist auch eine gute Attacke. Bringt leider nicht so viel gegen so einen Gegner. Normalerweise wird der Gegner nämlich mit in die Luft gejagt. Und dann schön gekombot in der Luft. Jawohl. Schaut euch diesen Angriff an. Acrobat Lotus. Ein mega geiler Angriff von Cliff. Ich liebe ihn. So, Balance Style haben wir auch noch. Mal schauen, was der noch so hat. Ob der noch irgendeinen guten Angriff hat. Ich glaube, ich kann mich noch an einen erinnern.
Okay, dann macht's auch Aerial Assault. Oh, yes. Ich glaube, die haben wir noch nicht eingesetzt, aber... Na, komm. Au. Na. Schau dir das an, Fist of Fury, auch eine mega geile Attacke. Au. Einfach zigtausende von Schlägen, die echt nicht zu unterschätzen sind. Dann mit dem Hammer of Might hinterher und oh, es sind auf jeden Fall richtig geile Sachen dabei. Ich werde den Part jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen hiermit verbringen, einfach noch, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit sind. Einfach weil es noch saugeile Angriffe gibt. So, was hat sie? Sie hat schon mal Charge. Recht langweilig. Oh, yes. Divine Wrath. Auch ein ziemlich cooler Angriff. Ähnlich wie Aerial Assault, eine mega krasse Combo. Und ich frage mich, ob das funktioniert. Lass mich das mal probieren. Okay. Nicht wirklich. Game set. Booyah. So. Mid-Ranged Style. Schauen wir mal, was er da hat. Sehr gut. Voll gegenseitig kaputt gemacht. So, Lightning Chain, wie man sieht. Ein Angriff, der einfach öfter trifft. Aber leider sehr ineffektiv ist gegen so ein Schild, wenn man den nicht bricht vorher. Und weil sie halt einfach so viel abwehrt. Ich würde mal sagen, so wirklich gut gegen diese Sophia sind wir nicht. Zumindest nicht mit solchen Angriffen. Man hilft dir dein Fury nicht mehr. Ah, oh, komm schon. Sie wird zweimal durch Fury gerettet und ich krieg dann einfach einen Schlag ins Gesicht. Ja, okay. Das war aber kein schöner, ja, keine schöne Kombination davon Attacken. Wie ich finde. Was aber auch am Gegner liegen könnte. So. Mal Long Range Style, right? Hier dann mal wieder die Lightning Chain. Welche an sich keine schlechte Attacke ist. Oh yes.
Die haben wir erst vor kurzem gelernt, die Flying Guillotine. So, was haben wir hier? Was? Zweimal Shadow Wave oder was? Komm schon. Ja, einfach nur die ganze Zeit Shadow Waves. Leider hat sie meinen Lieblingsangriff scheinbar nicht drin. Ein bisschen schade bin. Sie hat nämlich noch einen ziemlich coolen Angriff. Ja, okay. Keine Lust mehr auf den Kampf. Nell hat echt nichts weiter? Nee, schade. Schade eigentlich. Definitiv hat Nell noch einen Angriff, den sie aber erst recht spät lernt. Der einfach nur mega geil ist. Okay, Pulse Blast macht also so mehrere Schüsse. Maria halt an sich ein Charakter, der auf Schüsse und Tritte aufgebaut ist. Und damit ordentlich auch was anfangen kann. Wow. Auf jeden Fall jemand, der diese Sophia ziemlich locker platt machen kann. Midrange, schauen wir mal, was das ist. Laser Blast. Auch ein ziemlich cooler Angriff, der einfach mal... Oh, yes. Come on, yeah. Gravity Bullet auf jeden Fall auch ein guter Angriff. Charge ist immer so ein extra Angriff, so ähnlich wie Sidekick, den man einfach immer reinpacken kann. Nahezu jede Kombi. Ja, das war Midrange. Mit Gravity Bullet. Gar nicht mal so schlecht. Dann schauen wir uns noch die Long Range an. Weil Sophia wahrscheinlich Long Range einfach besser ist. Okay, was ist jetzt das? Also ehrlich gesagt, ich habe gerade keine Ahnung, was das gerade war. Okay. Die ballern also immer, wenn ich mitballer, ballern die mit drauf. Das ist gut. Und what the fuck ist das gerade für ein Geräusch? Einen Moment. Okay, da war anscheinend irgendwer am Bohren. Ich hoffe mal, dass das dann erstmal wegbleibt. Oh nein. Da habe ich ganz vergessen, dass du sowas kannst. Und ich habe nicht mehr genug MP. Die Radiation Bots, die kosten MP. Ja, und ansonsten habe ich auch nichts Gescheites.
So, weg mit dir. Also interessant, kostet nur sehr viel MP, wie es aussieht. Na gut, Pepita möchte jetzt nicht unbedingt nochmal ausprobieren. Die hat auch ein paar coole Angriffe. Obwohl, warum eigentlich nicht? Wir werden sie so schnell nicht wieder sehen. Und deswegen, warum nicht? Zeigen wir sie auch mal. Ja, Boom und Charge, okay. Au. So, und so kann man die Gegner auch an sich ranholen. Oh, oder man jagt sich selber dahin. Also entweder kommt sie zu einem oder man holt sie selber zu sich. Interessant auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Lade mal bitte mein Fury wieder auf. Und es wird weiter gebohrt oder was weiß ich. Also jetzt nicht so schlimm. Ja, gerade hier im Endeffekt in Anführungsstrichen nur das hier machen. So. Bitte geht dort hinaus. Wie gesagt, Pepita auch eigentlich ein ganz guter Charakter. Gefällt mir nur einfach so nicht unbedingt. Mir fällt gerade auf, wir haben Roger gar nicht da. Hier wird kein Long-Range-Kreisangriff. Guck schon, ich bin doch schon weg gewesen. Au. Okay. Also wirklich eher eine sehr simple Methode zu kämpfen. Indem man sie mit Charge im Endeffekt nach oben jagt, mit Ariel dann hinterher. Und das war's dann auch schon. Von der Kombo her. Und ein Long Range Kreis oder Tankangriff, den würde ich gerne noch sehen. So, weg mit dir. Okay, das war halt wirklich nur sehr simpel. Range-oriented. Schauen wir da nochmal rein. Okay, direkt wieder Magic Hook. What? Okay. Was hat das denn bitte? Fairy Plant. What the? Okay. Oh, das war eine nette Combo. Erst mit dem Lightning Blast und dann. Der Angriff ist sehr interessant. Ja, hallo Bohrung. Gut, aber das war auch schon der letzte Kampf im Endeffekt, den ich probieren wollte. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir ohne Bohrung dann auch mal, ja, bitte weiter, nachdem wir dann beim nächsten Mal weitergehen und in die Richtung der Ruinen gehen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!